Henny, was ist los? Sven hat mich angezeigt, wegen Körperverletzung. Herr Reinders ist querschnittsgelähmt. Wenn Sie eine Teilschuld hätten, würde Herr Reinders seine Rente bekommen. Wenn ich eine Teilschuld hätte, würde ich meinen Führerschein abgeben müssen. Ich würde meine Existenz verlieren. Deswegen bin ich ja froh, dass die Polizei eindeutig festgestellt hat, dass Herr Reinders die Alleinschuld an den Unfall trägt. Sagen Sie Mesut einfach, Dennis ist da. Er weiß Bescheid. Aha. Geht's Ihnen gut? Ja, ich weiß nicht. Mir ist nur ein bisschen heiß. Oh, ein Arzt zum Empfang, schnell! Blutdruck bei 116 zu 66, Herzfrequenz bei 73 und Sauerstoffsättigung bei 99%. Hätte die Erstversorgung übernommen. Löse sehen, mir ist immer noch nicht bei Bewusstsein. An dem Tag, als das Erdbeben kam, da hatte ich einen Einsatz. Seitdem habe ich Charlotte nie wieder gesehen. Hier ist ein Herr Seifried aufgetaucht von der PHO. Der hat ein Bild von Charlotte dabei und der Mann daneben, das müssen Sie sein. Schicken Sie mir das Foto und die Unterlagen und dann melde ich mich bei Ihnen. Charlotte lebt. Ich habe endlich meine Tochter gefunden. Warum soll ich Sie denn nicht sehen dürfen, wenn ich doch der Vater bin? Wollen Sie mir meine Tochter vorenthalten? Ganz sicher nicht. Aber im Moment ist Ihr Zustand so ernst. Wir waren 2 Jahre getrennt. Ich will jetzt mein Kind sehen. Herr Dr. Jung, beruhigen Sie sich bitte. Ich habe Ihnen eben gerade erklärt, warum das jetzt nicht geht. Wann kann ich Charlotte sehen? Das kann ich im Moment nicht sagen. Ein Patient wartet auf mich. Ich melde mich wieder bei Ihnen. Wiederhören. Wiederhören. Das gibt's doch nicht. Was? Er hält es für das Beste, wenn ich Charlotte erstmal nicht sehe. Das kann er doch nicht machen. Was mischen Sie sich denn da ein? Wie bitte? Es ist ja wirklich reizend, dass Sie sich Gedanken machen, aber würden Sie uns jetzt bitte alleine lassen? Gut. Sie bleiben hier, Dr. Egger. Bitte. Er meint, ich sei eine Gefahr für Charlotte. Das hat er gesagt? Das hat er nicht gesagt, aber das hat er gemeint. Wie kommt Thomsen dazu, so etwas zu behaupten? Offenbar leidet sie unter einem posttraumatischen Stresssyndrom. Ja, aber das ist ja noch kein Grund für ein Besuchsverbot. Außerdem leidet sie wohl an einem komplett amnestischen Syndrom. Das heißt, Herr Thomsen befürchtet, dass sie gar nicht weiß, wer du bist? Also ich bin zwar keine Kinderpsychologin. Dann hören Sie doch einfach auf, hier herum zu spekulieren. Aber bei allem, was ich über Traumata weiß, ist eine vertraute Person auch sehr hilfreich. Ach, und Sie sind Expertin? Das stimmt schon. Laut seiner Einschätzung wäre es zu früh, Sie mit der Vergangenheit zu konfrontieren. Und Sie glauben nicht, es könnte Sinn machen, nochmal mit Thomsen zu reden? Dr. Egger, im Gegensatz zu Ihnen ist Herr Thomsen vom Fach und wir wollen doch alle nur das Beste für Charlie, oder? Ja, trotzdem würde ich... Stefan, bitte geh die Sache langsam an. Ich meine, freuen wir uns doch erstmal, dass Charlie überhaupt lebt. Ich meine, auf eine gewisse Art bin ich ja auch Ihre Mutter. Isabel, es geht ja ausnahmsweise mal nicht um dich. Entschuldigung, ich habe das jetzt hier gerade zufällig mitgehört. Sie reden von Thomsen? Martin Thomsen? Ja, meine Tochter ist gerade bei ihm. Das ist gut. Dann kann ich Ihnen vielleicht helfen. Naja, also es ist doch so. Dieser Sven, der geht zur Polizei und sagt, die Henriette Thaler hat mich geschlagen. Ja, die Polizisten, die müssen ja die Anzeige aufnehmen. Die haben ja gar keine andere Wahl, das ist ja deren Pflicht. Mein Kopf fährt's da schon die Kosten, Henriette. Dieser Sven verfolgt Henriette. Er terrorisiert sie mit Anrufen, er bricht in unsere Wohnung ein. Zählt das alles gar nicht? Das ist ein Stalker. Ja, aber der ist auch nicht ganz blöd. Der wird den Teufel tun und den Polizisten erzählen, was er alles ausgefressen hat. Der redet selbstverständlich bloß von der Watschen. Ja, und die Beamten nehmen dann die Anzeige auf. Dass ihre Kollegen gestern bei uns in der Wohnung waren, wissen die nicht. Was? Ihr habt die Polizei gestern in die Wohnung kommen lassen? Ja, das ist ja ganz gut. Ja, freilich, dann muss es doch da einen Vorgang geben.
Henriette, du musst es mit der Polizei klären. Machst du es jetzt? Ja. Ich kriege jetzt die ganze Geschichte zu hören und nicht nur den Schluss. Und dann schauen wir, wer der Täter ist. So ist recht, Henriette. Dr. Thomsen ist spezialisiert auf die Behandlung traumatisierter Kinder. Ich habe ihn mal auf einem Kongress kennengelernt. Ich lege mich also mit einem echten Fachmann an. Der zudem einen ausgezeichneten Ruf genießt. Tja, da scheint meine Tochter ja in den besten Händen zu sein. Eigentlich habe ich gehofft, Sie durch diese Information ein bisschen beruhigen zu können. Entschuldigen Sie, ich wollte nicht unverschämt sein. Ich bin einfach nur wahnsinnig angespannt. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass es einen triftigen Grund hat, wenn Martin Thomsen Ihnen den Umgang mit Ihrer Tochter versagt. Sagen wir mal so, ich habe mich in den letzten Telefonaten vielleicht etwas ungeschickt verhalten. Mhm. Ich war wahnsinnig gereizt. Dann treten Sie doch noch mal mit ihm in Kontakt und korrigieren Sie diesen Eindruck. Oder soll ich mich mal mit ihm in Verbindung setzen? Vielleicht kann ich ja helfen. Also ich bin momentan für jeden Strohhalm dankbar, der mir gereicht wird. Okay, dann mache ich das. Danke, Dr. Wilson. Meine Tochter lebt, das ist die Hauptsache. Ich bin Mutter. Ich kann sehr gut nachvollziehen, was Sie gerade empfinden. Sie also tatsächlich gefunden? Ja. Aber die Pflegeeltern wollen nicht, dass Stefan mit seiner Tochter spricht. Charlie hat posttraumatische Störungen mit Amnesie. Zumindest eine gute Nachricht. Nicht unbedingt. Charlie leidet vermutlich unter komplett amnestischem Syndrom nach Trauma. Das kann so bleiben, aber es kann auch sein, dass alles wieder auftaucht. Ja, dann darf genau das nicht passieren. Beruhige dich, Ralf. Noch wissen wir ja noch nicht mal, ob sie sich überhaupt an den Namen ihres Vaters erinnert. Ja, aber Stefan wird alles daran setzen, seine Tochter wiederzusehen. Worauf du Gift nehmen kannst. Ja, ich dachte, du wolltest das verhindern. Hey, noch ist die Show nicht vorbei. Wir können nur darauf hoffen, dass Charlottes Gedächtnis ein paar Lücken behält. Vor allem, was deine krummen Geschäfte in Haiti angeht. Hm? Es geht hier um unsere Pläne, verdammt nochmal. Meine Güte, Ralf, ein paar verschobene Päckchen mit Pillen und das in einem Land wie Haiti. Da kräht doch heute kein Hahn mehr nach. Ja, das sagst du. Aber ich habe hier einen Ruf zu verlieren, verstehst du das? Verwaltungsrat, da geht's heute um den weiteren Schockraum. Das könnte der Einstieg in die Privatisierung sein. Mit dir als Chefin. Das hat doch alles nichts mit Charlie zu tun. Natürlich hat es das. Weil die Sache nur klappt, wenn uns diese Geschichte nicht in die Quere kommt. Das wird nicht passieren. Isabel, halt dich einfach an deinen Deal. Du sorgst dafür, dass Stefan nicht an Charlotte rankommt und ich sorge dafür, dass du Klinikchefin wirst. Hast du dich verlernt? Hey, wir gründen noch eine Klinikband, wenn es so weitergeht. Ja, das habe ich echt ewig nicht mehr gemacht. So, und jetzt gib mir meine Papiere. Mensch sterben, damit ich leben kann. Ist das der letzte Sinn meines Daseins? Nein, das ist Unsinn. Eine Organspende, das ist heutzutage was völlig Normales. Ich habe keine Angst vor dem Tod, wenn meine Zeit gekommen ist. Werde ich gehen. Das klingt mutig.
Aber das ist es nicht. Du machst ja nur Freigeist, der noch nicht mal Angst vorm Tod hat. Aber ich glaube, es ist leichter für dich zu akzeptieren, dass du stirbst, als zu akzeptieren, dass du in deinem Leben was ändern musst. Was soll ich deiner Meinung nach ändern? Hör auf, davon zu laufen. Das war ein guter. Ich bin schon so gut wie tot. Das sind nur noch die letzten Schritte. Das stimmt doch nicht. Du hast eine Chance, aber du musst sie ergreifen. Wozu noch? Auch wenn das für uns beide schwer zu akzeptieren ist. Aber wir sind Vater und Sohn. Es ist eigentlich auch vollkommen egal, wie du dich entscheidest. Du bist ab jetzt nicht mehr alleine. Vergiss das bitte nicht. Sie sagten doch, dass Sie den Patienten kennen. Ja, vom Taekwondo. Nimmt er Drogen? Glaube ich nicht. Er macht wirklich Tag und Nacht nur Sport. Und der Einstich hier im Arm? Der Patient ist kaltschweißig und das Blutbild zeigt eine starke Funktionsstörung der Nieren. Wir brauchen ein Drogenscreening und zwar sofort. Mesu, denk noch mal nach. Hat er irgendwann mal was erwähnt? Besser hätte ich auch nicht fragen können. Wenn wir wissen, was der Patient spritzt, dann können wir gezielt helfen. Das hat doch Logik. Drogen? Nein, das kann ich mir bei ihm nicht vorstellen. Wie Sie meinen. Nun gut, die Lähmung könnten auch auf eine Meningitis passen. Was machen Sie da, Herr Adja? Ich suche nach einem Hinweis. Irgendwas, was uns vielleicht helfen könnte. So viel zu Ihrem Vorstellungsvermögen. Okay, dann bereiten Sie Herrn Kotte bitte für die Reha vor. Und Frau Landshammer, Sie wissen, was zu tun ist. Ne? Danke. Was soll denn das? Was machst denn du jetzt hier? Ich gehe. Die kurze Zeit, die mir noch bleibt, möchte ich so leben, wie ich immer gelebt habe. Frei und selbstbestimmt. Jan, die Zeiten sind vorbei. Es gibt jetzt eine neue Situation, an die du dich gewöhnen musst. Ja, an die habe ich mich schon gewöhnt. Es ist mein Leben. Und ich entscheide, wie und wo es zu Ende geht. Ist das jetzt dein Ernst? Ich meine, jetzt, wo wir alle für dich da sind, da willst du wieder einfach abhauen? Was, wenn sich ein geeigneter Spender findet? Ach, die Chance geht gegen null. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Wenn du jetzt gehst, dann... Dann was? Ja, das! Dann. Das ist ein Todesurteil! Sterben müssen wir alle. Danke für alles. Aber du kannst doch jetzt nicht einfach gehen. Du kannst mich doch jetzt nicht wieder alleine lassen. Bitte bleib, bitte. Tu's für mich. Ehrlich zu sein, habe ich mir von deiner ersten Verwaltungsratssitzung ein anderes Ergebnis erhofft. Als Politikerin bin ich dem Wohl der gesamten Region verpflichtet, nicht nur dem des Krankenhauses. Genau aus diesem Grund irritiert mich deine mangelnde Bereitschaft, die Finanzierung des Schockraums mit kommunalen Geldern ernsthaft in Betracht zu ziehen. Niemand bezweifelt die Notwendigkeit eines weiteren Schockraums. Aber die in der Kalkulation geforderten 5,5 Millionen sind einfach zu viel. Das Wohl der Klinik liegt uns aber allen am Herzen. Besonders das Wohl der Patienten. Und du glaubst wirklich, dass deine Pläne im Sinne meiner Patienten sind? Ich glaube, da täuscht du dich gewaltig. Immer soll alles der Staat regeln. Die kommunalen Kassen sollen für alles aufkommen. Das geht nicht auf die Dauer. Warum soll man privates Kapital ablehnen, wenn es einem angeboten wird? Es geht um die Unabhängigkeit der Seeklinik und die medizinische Grundversorgung einer gesamten Region. Ich bin davon ausgegangen, dass dir mein Standpunkt klar ist. Ich habe dir gut zugehört.
Aber ist es nicht auch ein Zeichen von Verantwortung, wenn Bürger sich finanziell an ihrer Klinik beteiligen? Was hältst du von dieser Perspektive? Nichts. Eine Klinik ist kein Investitionsobjekt. Wer investiert, will Gewinne machen. Naja, noch ist ja nicht das letzte Wort gesprochen. Natürlich nicht. Dann geht es ja auch um nichts Geringeres als die Zukunft der Klinik. Sie sagen es. Schraub den Finanzbedarf um 1 Million nach unten und dann geht's in der nächsten Sitzung bestimmt besser. Ich schaue mir die Kalkulation noch mal genau an. Darf ich Sie noch hinaus begleiten? Alter, auf bald, Johanna. Auf bald. Herr Borowski? Ja. Ich bräuchte deinen Rat. Gibt's Probleme? Können wir irgendwo anders reden? Gib mir noch 5 Minuten, dann treffen wir uns in meinem Büro. Professor Lindner ist Idealistin. Die finanzielle Situation der Klinik ist und war für sie schon immer eher zweitrangig. Na, es ist ja auch eher ihr Gebiet, Herr Borowski. Ich tue, was ich kann und Gewinne nehme ich gerne in Kauf. Was die Umsatzsituation des Hauses angeht, da ist noch viel Luft nach oben. Da sind wir beide uns ja wohl einig. Selbstverständlich. Das macht es ja für mögliche Investoren so interessant. Ja. Ich denke, was wir brauchen, ist ein völlig neuer Patiententyp. Ein wohlhabender Doppelverdiener, der seinen Familienurlaub mit einem Gesundheitscheck oder möglicherweise einer Schönheits-OP verbindet. Tourismus und Medizin, das klappt auf der ganzen Welt. Ja, eben. Warum also nicht auch hier in Sonnenberg? Ja, aber ein solches Konzept muss von der ganzen Klinik mitgetragen werden. Und besonders natürlich von der Leitung. Sehen Sie, langfristig gesehen kann sich auch eine Frau Professor Lindner nicht allen Neuerungen verschließen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Deswegen müssen wir alles tun, um Sie auf unseren Kurs einzuschwören. Oder glauben Sie, die Seeklinik kann es sich leisten, auf eine Koryphäe wie Professor Lindner zu verzichten? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Leider doch. Wie kann er denn so unvernünftig sein? Ich glaube ja, dass Jan mehr Angst hat, als er zuzugeben bereit ist. Weißt du, er redet immer irgendwas über Freiheit und Selbstbestimmung. Aber wenn er mal ganz ehrlich zu sich selbst wäre, dann müsste er doch zugeben, dass er eigentlich nur der Situation entfliehen will. Kompliment. Da habe ich länger gebraucht, um deinen Vater zu durchschauen. Du hattest eine rosa-rote Brille auf und er brauchte kein Spenderherz. Das Warten macht einen Mann wie Jan verrückt. Mit so einer Situation kann er nicht umgehen. Wir können ihn ja auch nicht anbinden. Was schlägst du vor? Was hältst du davon, wenn wir ihn vorübergehend bei uns wohnen lassen? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. So, Herr Bichler, dann... Sie mir sagen, wann ich wieder heim kann. Meine Familie braucht mich und den Betrieb, da geht gar nichts ohne mich. Herr Bichler, Sie sind gerade frisch operiert und das war kein kleiner Eingriff. Vielleicht können Sie Ihre Zeit hier ja sinnvoll nutzen. Entschuldigung, ich... Frau Kollegin, auf ein Wort. Was soll das? Das frage ich dich. Sogar, was fällt dir eigentlich ein, meinen Patienten ohne Rücksprache mit mir zu halten, in ein anderes Zimmer zu verlegen? Ich möchte Herrn Bichler die Möglichkeit geben, mit einem Querschnittsgelähmten ins Gespräch zu kommen. Möglichkeit? Wie heißt das Programm? Not trifft auf Elend? Das liegt ganz an den Beteiligten. Ich habe halt die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Bichler seine Schuld eingesteht, wenn er sieht, was er zu verantworten hat. Sag mal, für wen hältst du dich, Erzengel Raphael? Deine Sorgen möchte ich haben. Und ich war mir so sicher, dass Dennis clean ist. Sicher kann man sich denn nie sein, Jesu. Ich glaube, wir werden gebraucht. Mhm. Ich bring Frau Heupert nur noch schnell zur Spiegelung. Henny, wie war's? Die haben mich behandelt, als sei ich die Verbrecherin. Anzeige um Körperverletzung. Hast du ihnen deine Seite der Geschichte erzählt? Hat sie mich interessiert. Ja, und was ist mit dem Einbruch? Es
kann ich nicht nachweisen. Und wenn ich Pech habe, dann zeigt mich Sven wegen Verleumdung an, hat der Polizist gesagt. Was? Das heißt, Stalking ist okay? Dagegen wehren darf man sich nicht? Ach, Bullshit. Stalking ist strafbar. Punkt. Ich habe keine Beweise. Ich soll mir einen Anwalt nehmen. So geht das nicht weiter. Echt nicht. Sehr gut, ich danke Ihnen. Hey, alles gut? Alles gut. Jana, was hältst du davon, wenn wir heute Abend ins Bar gehen und sie richtig verwöhnen lassen? Mit Sauna, Massage und kein Wort über Männer. Hm? Nicht mal über unsere. Geht leider. Hast du Lust? Ich hab schon ein Date. Du hast ein Date? Mit wem denn? Mit meinem Mann. Warte mal, wie heißt der denn noch gleich? Thomas. Ja, sehr witzig. Wir arbeiten gerade an unserer Fernbeziehung. Hm. Du hast Probleme. Wie viele Leute kommen denn zum Essen? Keine. Das ist für die Hanna und mich. Aha. Und für wie viele Tage? Du, es soll ein Festessen werden. Aha. Weißt du überhaupt, wie man so einen Kameraden zubereitet? Wozu machen sich Spitzenköche die Mühe, Kochbücher zu schreiben? Also, du hättest den Saibling als unseren See nehmen können. Ich wollte etwas Besonderes machen, du weißt schon. Liebe und Magen und so, weißt du? Also, hoffentlich. Sag mal, hier stand doch sonst immer das Kochbuch. Ja, also wie gesagt, ein Saibling ist wesentlich einfacher zuzubereiten, gell? Also irgendwie komme ich mir schon in meinem eigenen Haus ein bisschen fremd vor. Ja, kein Wunder, Thomas. Du bist halt viel zu selten da. Alles. Ich hab's mir auch einfacher vorgestellt mit dieser Fernbeziehung. Ja, die Johanna auch. Ja, wenn zwei Karriere machen, viel Arbeit, wenig Freizeit. Ja, aber jetzt habt ihr genügend Zeit für sowas, oder? Jetzt noch mehr. Ich komme jetzt wieder öfters heim. Ha? Versprochen? Ja. Gut, dann macht euch einen schönen Abend. Jetzt was Schönes essen, ein Glas Wein trinken. Und da hält's euch gut, gell? Der Lukas ist nicht da. Und ich werde mich auch bald verzupfen. Ha? Alles, ich will dich nicht vertreiben. Ja, aber Thomas. Thomas. Auch in deinem Alter braucht man ab und zu mal wieder eine sturmfreie Bude. Yes, das ist eine Diplome. Diplome, die habe ich vergessen. Ja, Diplome. Verdammt, es tut mir leid, Oberschwester. Ja, mir erst. Jetzt müssen wir die ganzen Packs noch mal waschen. Ich übernehme das. Krieg dich doch nicht gar so auf wegen dem Stalker. Mesut hat unser Schloss ausgetauscht. Ja. Und ich dachte, jetzt ist alles okay. Ist aber nicht. Nein, ich trau mich nicht einmal mehr auf die Straße, weil ich denke, der Sven lauert mir auf. Und ans Telefon gehe ich auch nicht mehr. Und wenn ich vor Gericht muss wegen dieser Anzeige, ich kann dir doch nicht einmal einen Anwalt leisten. Henriette. Ich habe mal einen riesen Ärger gehabt mit meinem Nachbarn. Wegen seinem Hund, der hat immer vor meiner Wohnungstür, ja, du weißt schon. Irgendwann ist mir dann der Kragen platzt, habe ich alles zusammengekehrt und hab's ihm vor seine eigene Tür geschüttet. Am Sonntag drauf war ich dann in der Kirche. Und da hat der Pfarrer gepredigt, dass nichts für die Seele entlastender ist, als wenn man um Verzeihung bittet. Hab ich nicht mehr lange überlegen brauchen. Bin hingegangen zu meinem Nachbarn und hab mich in aller Form entschuldigt. Und dann? Seit der Zeit grüßen wir uns wieder. Und mit seinem Hund geht er im Park. Schau mal, Henriette, magst du das nicht noch mal überlegen? Vielleicht hilft's ja, wenn du dich bei ihm entschuldigst. Ich weiß nicht. Okay, Henriette, du vergibst dir doch nichts. Oberschwester, sind Sie jetzt in der Friedensbewegung? Bleib da recht frech sein, gell? Jetzt komm. Am besten, du machst das gleich. Komm, ich geb dir frei. Auf geht's. Ich wasch dabei die Packs.
Das gibt's ja nicht. Jetzt muss ich die Schwester rufen. Warten Sie mal. Das kann ich auch holen. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen, dass ich sowas nicht mehr alleine machen kann. Danke. Das passt schon. Das würde ja wohl jeder tun. Und irgendwie, das sind wir auch Schicksalsgenossen. Naja, Schicksal würde ich das nicht nennen, was uns zusammengebracht hat. Wie meinen Sie das denn, Herr Reinders? Naja, es war Dummheit von mir. Ich habe den Unfall verursacht und werde mein Leben lang dafür bezahlen. Aber... Nicht nur ich. Ich meine, Sie haben ja auch ganz schön was abbekommen. Ich habe gehört, was Dr. Wilson zu Ihnen gesagt hat. Sie müssen mindestens noch eine Woche hierbleiben. Es wird schon irgendwie gehen. Es tut mir leid, dass ich Ihnen das eingebrockt habe. Sind Sie denn gut versichert? Es passt schon. Haben Sie noch Schmerzen? Halb so wild. Sie glauben gar nicht, wie sehr mich das erleichtert. Ihnen einen schönen Tag, Frau Semmler. Sven, wir müssen reden. Oh. Du traust dich zu mir? Du hast nur deinen Freund gelassen. Du Schlampe. Ich weiß, dass du in meiner Wohnung warst. Und ich weiß, dass du das Foto geklaut hast und es verschickt hast. Mein Problem ist, ich kann es nicht beweisen. Und du bist hier, um mir das zu sagen, ja? Sven, ich will, dass du mich in Ruhe lässt. Und ich will, dass du so tust, als seien wir uns nie begegnet. Hm. Dafür ist es ein bisschen zu spät. Unsere Beziehung ist schon aktenkundig. Sven, bitte zieh die Anzeige zurück. Warum sollte ich? Es wäre nur fair. Ich habe dir nichts getan. Und du verfolgst mich. Warum? Eigentlich wollte ich nur nett sein. Aber je mehr ich für dich getan habe, umso gemeiner warst du. Sven, du warst nicht nett. Du hast mich belästigt. Das ist ein Unterschied. Ich lass mich von keinem Menschen ohrfeigen. Und am allerwenigsten von einer Schlampe wie dir. Okay, für die Ohrfeige entschuldige ich mich. Nenn mich nie wieder Schlampe. Warum habe ich das Gefühl, dass deine Entschuldigung nicht von Herzen kommt, hm? Entschuldigung? Verzeihung, es tut mir leid. Was willst du noch hören? Das reicht mir nicht. Sven, ich hab mich entschuldigt, aber ich mach mich hier nicht zum Affen, kapiert? Ich hab das Gefühl, es geht ihm ständig schlechter. Tja, da haben Sie leider recht. Beginn des Nierenversagen. Das Blut ist angegriffen. Transfusion? Habe ich schon veranlasst. So. Na endlich, das Drogenscreening. Es ist wirklich schade, Frau Kollegin, aber von Ihrem Verdacht da werden Sie sich verabschieden müssen. Bitte? Keine Drogen? Ja, keine Drogen, habe ich doch gesagt. Ihr Herr Fischer, der macht's aber wirklich spannend. Was bitteschön ist das hier für eine Substanz, Herr Kollege? Nicht genau zu bestimmen. Von der Zusammensetzung erinnert es aber eher an ein Antitoxin. Ein Gegengift, aber gegen was? Die Symptome des Patienten können allerdings auf einen Schlangenbiss hindeuten. Worauf warten wir? Da. Hier. Sehen Sie, Herr Kollege. Steht leider nicht dran, was für eine Schlange es war. Wissen Sie, ob Ihr Freund was mit Schlangen zu tun hat? Und wenn ja, mit welchen? Wahrscheinlich hat er sich deshalb irgendwas gespritzt. Hat nur leider nicht geholfen. Wenn wir jetzt nicht bald ein paar Fakten haben, dann verlieren wir ihn. Herr Adjar, finden Sie wirklich, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt zum Telefonieren ist? Natürlich nicht, aber vielleicht haben wir Glück und... Sind Sie schon im Bildmenü? Ja, dann
Hätte mal einer der Herren die Freundlichkeit, mich aufzuklären? Sehr gerne. Das geeignete Antiserum findet man am leichtesten, wenn man ein Foto von der Schlange dabei hat. Steht in jedem tropischen Reiseführer. Volltreffer. Wir haben sie. Und jetzt? Schicken Sie das Foto an die Toxikologie-Uniklinik München. Na schnell! Sie sind ja ein richtiger Naturbursche, Dr. Bernheimer. Sie überraschen mich immer wieder. Weiß einer von euch, wo mein Vater ist? Gut, dann mache ich mich mal mit meiner neuen Ausrüstung auf Erkundungstour. Gute Idee. Gibt's was Neues von Ihrer Tochter? Ich habe mit Frau Professor Lindner gesprochen und mir Frage genommen. Ich fahre nach Ulm. Aber Thomsen hat ihn doch eindeutig davon abgeraten. Der Mann mag Experte für traumatisierte Kinder sein, aber ich bin immer noch der Vater. Und ich lasse mir von niemandem den Kontakt zu meiner Tochter verbieten. Ihre Tochter lebt. Sie ist in guten Händen. Wozu jetzt die Eile? Ich will mit eigenen Augen sehen, wie es meinem Kind geht. Was ist, wenn Sie Ihrer Tochter wirklich mehr damit schaden? Und was ist mit mir? Wer fragt mich denn mal, wie es mir geht? 2 Jahre habe ich meine Tochter nicht gesehen und alle sagen, sie ist tot. Entschuldigung. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Weil sie lebt 200 Kilometer von hier. Ich will sie einfach mal in den Arm nehmen und sehen, wie es ihr geht. Danke Ihnen vielmals. Es ist eine Kreid. Gibt's aber etwas genauer? Eine asiatische Giftnatte. Das Gift wirkt innerhalb weniger Stunden, aber das hängt auch immer vom Alter der Schlange ab. Und das Antiserum? Ist bereits bestellt. Die Spritze in Dennis' Jacke enthielt übrigens tatsächlich ein Gegengift. Lassen Sie mich raten, es war das Falsche. Gott, wie kann man nur so blöd sein? Erstens sind diese Reptilien in Deutschland verboten und dann noch nicht mal das richtige Gegengift zu haben. Naja, deshalb wollte er wahrscheinlich auch zu mir, anstatt von einem Arzt behandelt zu werden. Er wollte halt eben nicht erwischt werden. Ja, das hat ja super geklappt. Hi, Dad. Du störst. Ich wollte dir doch auch nur zeigen, dass ich jetzt wieder... Schon wieder auf 3 Beinen humpeln kannst. Sehr schön, ja. Sie entschuldigen, meine Tochter Victoria ist auch gerade Patientin und Gott sei Dank auf dem Weg der Besserung. Dazu machst du es wirklich ganz fantastisch, aber könntest du jetzt bitte... Und wann feiern wir, dass ich wieder laufen kann? Später. Wann ist später? Sag ich dir, sobald ich's weiß. Ich hab dich lieb, Schatz. Tja, was Ihre Werte betrifft, da bin ich ganz zuversichtlich. Ah, ja, wirklich? Ja. Ich denke, in ein paar Tagen, da können wir da mit gutem Gewissen über Ihre Entlassung sprechen. Entschuldige, ich brauche die Unterlagen von Frau Kern. Und? Er wird wirklich nie wieder gehen können. Nach ärztlichem Ermessen, nein. Er wird sein Leben lang querschnittsgelähmt bleiben. Der Herr Reinders, der tut mir auch leid. Aber ich muss jetzt auch an mich denken. Ich würde schneller gesund, wenn ich mir das nicht andauernd ansehen müsste. Ja, das tut mir leid. Wir haben leider im Moment kein anderes Zimmer frei. Dr. Jung möchte unbedingt zu diesen Leuten fahren, wo seine Tochter Charlotte zurzeit ist. Wenn das mal keine Katastrophe gibt. Ich weiß, er hat mich um einen freien Tag gebeten. Was ist denn hier los? Geheimbesprechung? Nein, und wir sind auch schon fertig. Und bei euch? Nichts, was du nicht wissen darfst. Geht um einen Vater. Gefällt mir, dass du ihn so nennst. Und hast du dich entschieden? Kann er bei uns wohnen? Vorübergehend. Jan soll zu uns ziehen. Ja, er wollte sich selbst aus der Klinik entlassen. Er will hier nicht rumsitzen und auf sein Spendeherz warten. Aber ich hätte ihn in seinem Zustand lieber hier. Sicher die bessere Entscheidung. Ja, finde ich auch. Er braucht ärztliche Unterstützung. Die hätte bei uns doch. 3 Ärzte in einem Haus. In der Klinik hätte er ein paar mehr. Ja, dann versuch du ihn doch zu überzeugen, dass er bei uns in der Klinik bleibt. Es geht um meinen Vater. Ich habe ihn 20 Jahre lang nicht gesehen. Und das ist jetzt vielleicht die letzte Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Jan kann doch zu uns in die Wohnung ziehen. Und wir ziehen zu euch ins Gästezimmer. Ist doch kein Problem. Dann kann gleich er bei uns im Gästezimmer einziehen. War das ein Ja? Ich muss vorher noch Thomas fragen.
Was bitteschön soll denn Thomas dagegen haben? Außerdem sitzt Jan auf gepackten Koffern. Er wartet auf deine Entscheidung, jetzt. Stefan, wo willst du hin? Ach, und zu Charlie. Jetzt? Ohne mich? Isabel, ich habe keine Lust und auch keine Zeit, darüber zu diskutieren. Sag mal, wie kannst du mich so behandeln? Ich war Charlies Mutter jahrelang. Wir drei waren mal eine Familie, auch wenn es dir nicht passt. Das ist lange her. Ich war immer für Charlie da. Und auch wenn wir zwei Probleme miteinander haben, da kann auch das Kind nichts für. Charlie liebt mich. Und das weißt du. Sie wird nach mir fragen. Ich bin die einzige Mutter, die sie kennt. Ich weiß doch nicht mal, ob ich sie überhaupt sehen darf. Jetzt geh doch erst mal vom Besten aus. Das kann ich leider nicht. Im schlimmsten Fall erkennt sie mich überhaupt nicht wieder. Also entschuldige bitte, wenn ich der Frage nach deiner Anwesenheit heute nicht die höchste Priorität einräume. Aber vielleicht tut Thomsen das. Kinderpsychologen stehen auf Väter und Mütter. Stefan, ich möchte doch auch nur, dass wir Charlie zurückholen. Und wenn wir beide an einem Strang ziehen, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher. Wilson? Hallo Charlie, Martin Thomsen hier. Ach Mensch, Martin, schön, dass du zurückrufst. Was kann ich für dich tun? Also erstmal möchte ich dir sagen, wie froh ich bin, dass Dr. Jungs Tochter lebt und dass sie sich in deiner Obhut befindet. Du hast mit Dr. Jung gesprochen? Gesprochen ist was anderes. Er wirkt da am Telefon sehr emotional. Ist er immer so? Du, der hat die letzten 2 Jahre gedacht, dass seine Tochter für immer und ewig verschollen ist und erfährt auf einmal, dass sie lebt. Dann ist doch klar, dass er da emotional reagiert. Das verstehst du doch, oder? Aber du musst auch mich verstehen, dass es meine Aufgabe ist, an das Wohl des Kindes zu denken. Deine Aufgabe als Psychologe, ja. Und als Pflegevater. Wir nennen sie übrigens Elena. Verstehe. Elena leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sie verfügt über minimale Reserven. Eine Irritation von außen kann ihren ganzen Heilungsprozess extrem verschlechtern. Das musst du mir einfach mal glauben. Dr. Jung liebt seine Tochter über alles und ist weit davon entfernt, ihr in irgendeiner Form schaden zu wollen. Deshalb bitte ich dich, Martin, hilf einem Vater wieder zu seiner Tochter zurückzufinden. Ach, dass der Mensch so häufig irrt, nie recht weiß, was kommen wird. Wusste schon Wilhelm Busch. Ich verstehe nicht. Gut, dann sind wir schon zu zweit. Denn um ehrlich zu sein, so wie Sie gerade reinschauen, würde ich behaupten, Sie können nicht mal einer Fliege was zuleide tun. Oder habe ich mich da getäuscht? Normalerweise nein. Gut. Also ich gehe davon aus, dass diese Anzeige wegen Körperverletzung ein Irrtum ist. Ja. Nein. Ich habe einen Stalker. Und von dem werde ich belästigt. Und ich habe mich gewehrt. Ja, klar. Dieser angebliche Stalker, der Ihr Foto rumgemailt hat. Ja, und es ist die Wahrheit. Gesendet von Ihrer Mailadresse. Herr Borowski. Jetzt hören Sie mir mal zu, Frau Thaler. Erst Ihr schamloses Angebot, ja? Und dann auch noch eine Anzeige wegen Körperverletzung? Was glauben Sie eigentlich, wie lange das Haus das mitträgt? Aber... Ich gebe Ihnen jetzt mal einen ernst gemeinten Rat. Bringen Sie diese Angelegenheit in Ordnung, andernfalls können Sie Ihre Papiere bei mir abholen. Damit wir uns richtig verstehen, das hier ist eine offizielle Abmahnung mit Eintrag in Ihre Personalakte. Das entsprechende Schreiben geht Ihnen in Kürze zu. Frau Thaler, noch ein so ein Ding und Sie sind draußen. Schönen Tag noch. Na endlich. Wenn ich gewusst hätte, wie lange das dauert. Entschuldige, ich musste mich noch schnell umziehen. Ja, natürlich. Ach, Herr Dr. Jung? Ja. Haben Sie einen Moment? Wenn es ein Notfall ist, ich bin gerade auf dem Weg zu meiner Tochter. Deshalb bin ich ja hier. Ist was passiert? Sie können hier bleiben. Herr Thomsen wird Ihre Tochter morgen nach Sonnenberg bringen. Ja. Ist das wahr? Mhm. Das ist sehr schön. Sie können sich auf ihn verlassen. Frau Dr. Blitzen, ich habe keine Ahnung, wie Sie das hinbekommen haben, aber... Ich danke Ihnen. Das ist ja wirklich mal eine überraschende Wendung. Sie sind jetzt sicher sehr glücklich, oder? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie... Hoppla! Ist ja noch mal gut gegangen. Du hast was verloren? Ja. Ich muss dringend in die Küche.
Und der Lucky soll ja sein Zeug aufräumen. Das ist nicht der Lucky sein Zeug da. Ja, wem auch immer das gehört, der soll es einfach woanders. Hanna, du bist ein bisschen früh. Thomas, ich muss mit dir reden. Jetzt sag nicht, du nimmst jetzt Gitarrenunterricht. Nein, die gehört Jan Severin. Was? Was machen seine Sachen hier? Markus hat mich gebeten, dass er vorübergehend bei uns einziehen kann. Deswegen hat er die Sachen schon hierher gebracht. Was? Der will hier wohnen? Ich habe dich angerufen, aber ich konnte dich nicht erreichen. Ich habe Respekt vor Markus' Wunsch, seinen Vater kennenzulernen. Aber gibt euch das Recht, einfach vollendete Tatsachen zu schaffen? Ich weiß, ich hätte dich vorher fragen müssen, aber es musste schnell gehen. Abgesehen davon, was bedeutet das für uns? Er wird uns gar nicht stören. Das glaubst du selber nicht. Oh, ich glaube, ich verzupfe mich selber. Markus hat es sich so sehr gewünscht. Und deshalb übergehst du mich einfach, hm? Hanna, es geht dir um uns beide. Bin ich dir mittlerweile völlig egal? Nein, natürlich nicht. Ich verstehe nicht, warum du mich nicht mal gefragt hast. Da bedeutet dir unsere Ehe gar nichts mehr. Aber ich kann dir raten, hier ganz schnell zu verschwinden. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Im Moment muss ich bei uns sehr viel verstehen, sehr viel nachsehen und etwas zu viel entschuldigen. Musst du so streng zu mir sein? Ich streng? Na, dann warte mal, bis der Chefarzt kommt. Gegen den bin ich ein Glücksbärchen. Wo ist Charlotte? Sie heißt jetzt Elena und ich dachte, wir könnten erst einmal in Ruhe alles besprechen. Ich will jetzt wissen, wo sie ist. Sie scheint emotional noch nicht in der Lage zu sein, dem Kind angemessen gegenüberzutreten. Ich bin was? Tut mir leid.